Hallo Camping- und Outdoor-Freunde. Während die Intelligenten beraten, stürmen die Blöden die Burg. Ich gehöre zu den Blöden. Ein Ingenieur würde sich wahrscheinlich an den Kopf greifen, wenn der sieht, was ich hier baue. Das ist der erste Entwurf einer Unterkonstruktion, natürlich für einen Fahrradwohnwagen. So sieht das Ganze aus und ich bin nicht zufrieden, deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal neu bauen. Der intelligente Ingenieur würde sich an den Computer setzen, wird das Ganze schon mal simulieren und vorkonstruieren. Das kann ich alles nicht, ja. Also da bin ich wirklich zu blöd dazu, muss ich ehrlich gestehen. Bei mir ist es halt eher so, wenn ich etwas baue, dann fange ich einfach an, ne? Ich stürme die Burg. So, und während ich baue, fällt mir natürlich auf, ja, das könnte ich halt ein bisschen anders machen und hier könnte ich was anderes machen. Spätestens, wenn ich es gebaut habe, fallen mir noch viel mehr Dinge ein, die ich noch hätte anders machen können. Und deswegen war das auch schon bei meinen Kaninchenstellen so, die ich ja hier immer gebaut habe. Es gab bestimmt 15 Prototypen und ab dem fünften, glaube ich, habe ich immer gesagt, ja, so bleibt's. Und dann ist mir doch wieder was eingefallen, was ich hätte anders machen können. Und deswegen irgendwann hatte ich dann den sehr reifen Kaninchenstall und ja, beim Fahrradwohnwagen wird es wahrscheinlich ähnlich aussehen. Ich möchte das Ganze, was ich jetzt hier konstruiere, auch als Bausatz mal anbieten für jemanden, der überhaupt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie Holz zu sägen oder irgendwas zu basteln. Ja, und deswegen muss das natürlich cool sein und funktional sein und einfach sein. Und das, was ich jetzt gebaut habe, ist schon zu kompliziert und da sind ein paar Sachen dabei, die mir halt nicht gefallen. Ich kann euch mal vom Grundprinzip sagen, was mir hier durch den Kopf ging. Bei mir steht die Sicherheit mit Abstand, wirklich mit Abstand, an allererster Stelle. Deswegen habe ich mich jetzt auch für solche hochwertigen Komponenten entschieden, die richtig robust sind, wie eine Starrachse. Ist natürlich alles Gewicht, aber Sicherheit geht vor. Auch die Räder sind für Schwerlasten geeignet. Auch wenn die spätere Hülle, die hier noch drauf kommt, insgesamt zur Stabilität beiträgt, und zwar wesentlich, habe ich mir überlegt, sollte trotzdem die Bodenkonstruktion auch schon stabil sein. Ja, und deswegen so die Idee, 3 cm dickes Multiplex-Holz zu nehmen in die Richtung, um das halt stabil zu bekommen und dann später dieses Aluminiumprofil so drunter zu schrauben, um in die andere Richtung auch eine Stabilität reinzubekommen. Dieses Styrodur sollte dann noch hier diese Aussparungen auffüllen. Das Ganze wird flächig verklebt, sodass das in sich nochmal eine Stabilität bekommt. Ob ich es später so lasse, also wenn das Styrodur drin ist, ist das ja an sich wasserdicht. Allerdings das Holz nicht, das könnte man noch streichen oder man könnte hier irgendwas davor machen, dünnes Plastik vielleicht, ja, also ein bisschen Plastik wäre vielleicht dann doch sinnvoll, aber vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wie man das an der Bodenplatte dann komplettieren könnte, ohne dass man so extrem viel Gewicht hat, weil das ist ja immer der Nachteil, man muss immer gucken, dass das Gewicht trotzdem irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Dann habe ich ja auch vor, demnächst noch einen weiteren Wohnwagen zu bauen und zwar auf einer Basis, die ihr vielleicht schon kennt. Dann hatte ich ja hier den Wolfgang mit seinem Modi-Nachbau auf Basis eines Robert-Trailers. Mit Robert habe ich eine Weile hinher kommuniziert und geschrieben und gesagt, ihr habt eine richtig geile Sache entwickelt. Ja, und ich würde das gerne mal bei mir hier umsetzen und daraus einen Wohnwagen bauen und das Ganze mit Video dokumentieren, damit ihr das auch nachbauen könnt, falls ihr überhaupt nicht in der Lage seid, irgendwie eine Unterkonstruktion zu bauen und vielleicht ein bisschen Geld übrig habt, um euch einfach sowas zu kaufen. Ja, so ein Trailer von Robert ist wirklich extremst robust. Ich habe mir das schon angeguckt, habe ja auch beim Wolfgang das in Real gesehen. Ja, da will ich ungefähr hin, also auf diese Qualität, allerdings mit Holz, weil ich so das Holz toll finde. Also ich bin so ein Holzmensch, ja. Ja, auf jeden Fall hat mich der Robert-Trailer auf die Idee gebracht, dass ich es dann doch noch ein bisschen stabiler bauen könnte. Und zwar konkret die Außenränder. Die werde ich jetzt nicht 3 cm hoch machen, sondern tatsächlich 6 cm als Rahmen insgesamt. Und dann werde ich diese Verstrebungen in die andere Richtung machen und dann eventuell, ich weiß nicht, ob ich die Aluminiumprofile da noch brauche, unten drunter setzen. Einmal längst, ungefähr vom Material werde ich dasselbe verbrauchen. Das soll es jetzt von der Theorie auch schon gewesen sein. Jetzt seht ihr noch ein paar Aufnahmen von dem Bau des zweiten Modells und dann ja, präsentiere ich euch dann das zweite Modell.
gefällt mir das schon deutlich besser. Allerdings sind mir diese Winkel ausgegangen. Habe ich vorhin extra einen Schwung gekauft, habe ich wieder verrechnet. Klar, ich brauche ja jetzt hier auch noch Winkel, um das hier zu befestigen. Dann mache ich dann hier und da noch einen Winkel dran, auf der anderen Seite genauso. Das ist übrigens der Achshalter. Das sieht man ja bei dem Modell da hinten auch. Das ist das Ding da. Ist eh schon wieder 4:30. Ich werde jetzt mal eine kurze Kaffeepause machen, die Winkel kaufen. Dann muss ich leider dieses Prototyp-Ding Nummer 1 wieder zerstören, denn ich habe ja nur eine Achse da. Die Dinger sind recht teuer. Ja, kann ich mir jetzt nicht leisten, noch eine Achse zu bestellen, zumal ich jetzt auch keine Lust habe zu warten. Also ich werde das wieder kaputt machen. Ich muss das halt wieder rausschrauben alles und dann kommt das da rein. Stellt euch vor, jemand hätte den Akkuschrauber nicht erfunden. Also ich sage euch, dann hätte man den jetzt erfinden müssen. Ja, wenn man das alles mit der Hand reindrehen will, dann braucht man hier alleine schon 10 Minuten, glaube ich. Mein Achsträger ist fertig. So sieht das Ganze aus. Also ähnlich wie der vorhergehende, nur dass es hier diesmal etwas höher ist. Und das ist wirklich, ich würde sagen, unverwüstlich stabil. Zumal die Achse ja eine Vollachse ist und was soll da kaputt gehen. Also hier sehe ich überhaupt keine Schwachstellen. Mich würde mal interessieren, wie schwer das jetzt hier ist. Alleine nur die Achse und das bisschen Holz, was hier drum ist, die 4 Winkel. Wir machen mal eine Wiegung. So, schaut mal, nur die Achse und das bisschen Holz, 2,5 Kilo. Aber dafür ist es was Hochwertiges. Hier stehen die Maße dran. Hier kommen jetzt noch selbstsichernde Muttern drauf, obwohl das schon mit Gewinde ist. Das wird hier geklemmt und dann durch die Mutter nochmal, weil diese Klemmen sind auf der Seite offen und dann drückt es hier nochmal richtig ran. Ja, und die Achse lässt sich total schnell austauschen. Man muss bloß diese Kontermutter lösen, diese Muttern lösen und dann kann man die direkt rausschieben, falls sie doch mal kaputt gehen sollte. Aber ich glaube das nicht. Schauen wir mal, ob es passt. Na, aber selbstverständlich passt das. Habe ich ja gebaut. So, perfekt. Wird dann hier noch festgeschraubt. Vorher ausmessen, dass die Achse genau mittig ist. Denn ich möchte meine Achse mittig haben, hat folgenden Hintergrund. Einerseits habe ich einen besseren Wendekreis, als wenn die zum Beispiel hier versetzt wäre, nach hinten. Dann möchte ich die Stützlast, die möchte ich möglichst so 1-2 Kilo maximal haben. Ich habe mir ja schon überlegt, wie ich das Inventar gestalte und so. Und da ja sowieso die Deichsel hier vorne noch drauf kommt oder da, egal wo, ist ja beides gleich. Und die Auflaufbremse, die wiegt ja auch nochmal 2 Kilo, glaube ich. Ja, muss ich halt überlegen dann, wie ich das mache mit der Stützlast. Also ich möchte, dass die Stützlast am Ende 2 Kilo hat, maximal. Ja, so knapp über 0, damit die Weberkupplung länger hält. Die geht nämlich auch mal kaputt, wenn die Stützlast so hoch ist, habe ich schon festgestellt. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, wurscht. Ne? Also entweder in der Mitte oder ein bisschen nach hinten versetzt, je nachdem, wie man den Wohnwagen gestaltet. Ihr seht ja dann am Ende die Form und deswegen werdet ihr auch verstehen, warum ich das in die Mitte setze. Weil mein Wohnwagen sieht von hinten und vorne gleich aus. Eine Stunde später und ich habe das Ding immer noch nicht eingebaut. Mir kam dann noch so eine Erleuchtung. Ich habe jetzt diese Schrauben von dieser Aufnahme getauscht. Und zwar habe ich jetzt 5 mm Schlossschrauben genommen. Man sieht das hier an diesem Rundkopf. Weil ich komme hier später nicht mehr ran, weil hier ist ja dann die Bodenplatte drauf. Und ich kann hier nicht mehr nachziehen, falls sich hier mal was lockern sollte. Von draußen geht das, aber von drinnen halt nicht. Ja, deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Ich werde dann auch hier Schlossschrauben nehmen, damit das wirklich stabil ist. Und dann ist mir noch was eingefallen, weil letztlich die ganze Achse, das hängt ja hier alles an dieser Siebdruckplatte dran. Die ist ja wiederum verbunden mit diesen Hölzern und die Hölzer sind ja wiederum verbunden mit den eigentlichen Wohnwagen. Ja, das hier geht auf jeden Fall nicht auseinander. Was ist denn, wenn diese Platte hier unten mal irgendwie abgeht? Aber keine Ahnung, ich habe da jetzt mehrere Schrauben drin verleimt. Und deswegen dachte ich mir, kann es nicht schaden, wenn ich hier nochmal solche Hölzer dazwischen schraube. Also das sollte jetzt auf jeden Fall halten, zumal das jetzt alles auch mit wasserfestem Leim verleimt ist. Und so viel Kräfte sind dann auch wieder nicht an der Achse. Ja, ich denke, das sollte jetzt so reichen. Jetzt schraube ich das Ding rein. Und dann ist es leider schon Feierabend. Ich werde wahrscheinlich dann morgen früh weitermachen, weil ich habe nämlich noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Meine Tiere müssen versorgt werden. Naja, aber es nimmt wirklich eine Menge Zeit in Anspruch. Wo mache ich denn am besten die Deichsel hin? Ich habe folgende Überlegung. Variante 1, Anhänger läuft so ziemlich mittig, genau hinter meinem Dreieck. Ja, und die zweite Überlegung, dafür werde ich mich entscheiden wahrscheinlich. Ich gucke, dass das so ziemlich rechts abschließend ist.
Und dementsprechend wird der Anhänger links mehr in die Straße reinragen. So wird die Deichselbefestigung auch weiter hier stattfinden und nicht hier. Und zwar mit folgender Begründung. Ich weiß auch nicht, ob sie sich in der Praxis bewährt. Wenn ich dann an der Straße fahre, dann kann ich mich an dem rechten Rad orientieren und weiß genau, dass der Anhänger auch so bündig rechts irgendwo fährt, da wo mein rechtes Vorderrad vom Fahrrad ist. Ja, wenn ich nämlich das mittig mache, dann muss ich mich eine Weile dran gewöhnen wahrscheinlich. Das geht wahrscheinlich auch, aber ja, es ist halt immer die Frage, was ist der Weg des geringsten Widerstandes oder was ist insgesamt am sinnvollsten? Ja, ich muss ja sowieso irgendwie dann so fahren, dass der Anhänger halt nicht irgendwie rechts irgendwo lang schleift und deswegen könnte ich ja gleich das Fahrrad so hin platzieren, dass es halt mehr rechts ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, das dient der Orientierung. Wenn ich durch einen Poller durchfahre zum Beispiel, dann gucke ich halt immer, dass das rechte Rad ziemlich nah am rechten Poller ist und dann weiß ich, okay, jetzt müsste das mit dem Anhänger passen. Wenn ich das mittig mache, muss ich halt gucken, dass ich mittig durch die Poller fahre, was halt schwieriger ist, wenn ich mich in beide Richtungen orientieren müsste. Das ist so mein Gedankengang. Ja, ich muss jetzt nämlich zusehen, dass ich die Deichsel irgendwie schon, zumindest die Befestigung vorbereite, weil das ist natürlich jetzt auch ein wichtiges, tragendes Teil, ganz klar, das Wichtigste wahrscheinlich. Und ich will, dass die Deichsel, so sieht das Ding aus, das ist eine mit Auflaufbremse. Ich will, dass die irgendwie hier vorne an dem Holm bis dahinter an dem Holm irgendwie Verbindung hat. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich hier noch zwei solche dicken Holme einziehen, aber nur auf der Seite hier. Aber in der Praxis kommt es meistens anders, als ich in der Theorie denke. Deswegen, ich werde gar nicht so viel labern. Ich mache das jetzt einfach irgendwie dran und dann zeige ich euch mal das Ergebnis. Ich glaube, es ist mir perfekt gelungen. Genauso wollte ich es haben, so leicht in die Richtung versetzt, sodass das rechte Rad hoffentlich dann mit dem Rad von dem Anhänger in einer Flucht ist. Ja, ich finde, es sieht gut aus. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich die Deichsel weit genug reingeschraubt habe oder nicht. Aber da der Wohnwagen, ich kann es ja schon mal verraten, so eine leichte Wölbung hier bekommt, ist es wahrscheinlich gut, wenn ich hier ein bisschen mehr Platz zum Fahrrad habe, wenn Gepäcktaschen drauf sind. Vielleicht noch was auf dem Gepäckträger habe und ich dann einlenke, nicht dass ich dann an den Wohnwagen anrammle. Deswegen lasse ich das jetzt so. Es scheint gut zu sein. Da habe ich mir umsonst Gedanken gemacht, wie ich diese Deichsel hier befestige, weil das ging nämlich total einfach. Ich dachte mir, ich mache hier einfach so eine Verstrebung rein. Also das hier ist jetzt hier verbunden mit der Achse. Das auch und das auch. Also habe ich jetzt drei Längsverbindungen direkt bis zur Achse. Und durch diese 9 mm Siebdruckplatte habe ich jetzt sowieso den ganzen Wohnwagen irgendwie versteift und mit der Achse verbunden. Nicht wundern, ich habe gerade nur zwei Schrauben drin, weil die sind zu kurz. Ich muss mir noch längere besorgen. Hier kommen dann jeweils, ich glaube, vier Schrauben pro Seite rein. Und dann ist das richtig gut verbunden. Das ist, glaube ich, auch eine Schwerlastdeichsel von hinterher. Einer der besten, die es gibt. Aber ich gehe auf Nummer sicher, falls da doch irgendwann mal sich was lockern sollte oder kaputt geht oder was weiß ich, was ich mir nicht vorstellen kann, kann ich diese Siebdruckplatte samt Deichsel vom Wohnwagen abschrauben. Ich habe nämlich überlegt, ob ich sie verklebe oder ob ich auch Schlossschrauben nehme und Winkel und sowas und habe mich dann nur für Holzschrauben entschieden, aber dafür jede Menge. Seht ihr jetzt hier, ich habe da einige Löcher gebohrt und habe das ringsherum mit dem Rahmen verschraubt. Ja, das kann ich jederzeit ändern, falls ich damit nicht zufrieden sein sollte, aber ich denke, wenn das so funktioniert, werde ich das auch in Zukunft so vorschlagen oder selber bauen. Warum soll sich das lösen? Also ich wüsste jetzt keinen Grund. Ich bin auch insgesamt von dieser Konstruktion überrascht, dass es doch relativ steif ist. Natürlich schwingt das jetzt hier alles noch ein bisschen, aber spätestens wenn dann die Hülle drauf ist, komplett, schwingt da überhaupt nichts mehr. Ich habe mich auch jetzt hier entschieden, diese 5 cm hohen Verstrebungen zu machen. Ich wollte eigentlich hier 3 cm reinmachen, aber ich glaube auf die paar Gramm kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Warum habe ich jetzt hier zwei und hier bis eine? Hier ist nämlich mein Bettbereich. Also hier ist nur sowas wie ein Schubfach drunter und hier drüben ist der Fußbereich. Deswegen habe ich hier zwei gemacht. Hier vorne auch zwei. Hier hinten ist auch Bettbereich. Ich habe das Teil auch schon gewogen. Und zwar ist das ja jetzt in dem Zustand, wie zum Beispiel ein Robot-Trailer wäre, der aus Aluminium gefertigt wird. 6 cm an der Seite streben und 3 cm in der Mitte.
bisschen weniger streben, auch mit Deichsel, Räder, alles drum und dran, wiegt dieser Robotrailer knapp 20 Kilo. Ja, und da halte ich mit. Also ich bin bei 19,6 Kilo und ich denke, ich muss mich jetzt hier nicht verstecken. Die Stabilität wird wahrscheinlich eh nicht gut sein und ich habe selber gebaut. Ja. Alles komplett aus Holz und das macht halt auch Spaß. Deswegen baue ich aus Holz, weil Holz ist mein Element. Auch von der Neigung, ich glaube, das ist optimal. Das ist so ziemlich ein Waage, weil das Grundstück geht da hinten ein bisschen bergab, aber es könnte auch sein, dass es halt minimal hinten höher steht, aber das macht nichts, ist sogar gut, weil ich dann mehr Bodenfreiheit habe, falls ich mal über einen Hügel drüber fahre. Allerdings werde ich diese Kupplung hier nicht lassen, sondern ich werde mir eine kaufen, die an den Rahmen direkt befestigt wird, weil ich dann nämlich diese Weber-Kupplung, die es dann auch gibt, die Schwerlastkupplung, kann ich dann mit 200 Kilogramm belasten über diese dünne Achse. Ja, weiß ich nicht so richtig. Dem traue ich nicht so ganz. Die elektrische Unterstützung fehlt natürlich noch, aber bei den 19,7 Kilo brauche ich jetzt nicht. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde fahren, um einfach zu wissen, wie es sich so anfühlt. Und ja, die Stützlast noch, habe ich vorhin auch gewogen. Die liegt bei 2,6 Kilo aktuell und genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich habe ja gesagt, so 2 Kilo Stützlast maximal. Und ich kann es ja später definitiv noch ausgleichen. Wenn ich dann drin das Inventar reinbaue, wird sich das sowieso noch mehrfach ändern. Muss ich halt immer im Auge behalten, ja. Genau, so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt meinen Entwurf von einem Fahrradcamper so findet. Fragt mich nicht, wie viel Geld ich jetzt schon reingesteckt habe. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Unzählige Winkelschrauben. Alleine das hat über 100 Euro gekostet. Die Komponenten, die angebaut sind, waren über 1000 Euro. 1200, glaube ich. Und ich denke, das ist sogar noch gestiegen, der Preis. Aber ich wollte halt Qualität. Das steht bei mir im Vordergrund. Ansonsten, die Arbeitsstunden habe ich jetzt auch nicht aufgeschrieben. Ich glaube, jetzt habe ich 2 Tage gebraucht, nur für dieses Teil. Und ja, plus den Fehlbau, wo ich auch nochmal 2 Tage dran rumgebaut habe. Bist du neu auf meinem Kanal? Abonnieren nicht vergessen, liken sowieso. Danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Jörg.